Also 73 Weltfestspiele, das war ja so eine Zeit des Aufbruchs und der Offenheit. Also zumindest der Versuch dahin. Also es wurde ein Jahr vorher schon angefangen, was weiß ich, gab es diese Sendung im DDR-Fernsehen Rund. Plötzlich durften die Rockmusiker durften ihre Konzerte wieder mal. Also Renft spielte plötzlich wieder. Es gab dann Konzerte, gab Renft macht einen ganz guten Titel, Kettensprengen oder so ähnlich hieß der. Ketten werden knapper. Also es war so eine allgemeine Aufbruchstimmung zu spüren. Und dann während der Weltfestspiele wohnte ich ja noch im Internat. Das mussten wir räumen, weil da irgendwelche Delegationen untergebracht waren, keine Ahnung. Ich hatte aber einen Freund in Berlin, der Berliner war, also Heimschläfer. Der war zwar auch bei mir im Sportclub und derselben Trainingsgruppe, aber war Berliner. Und der sagt nur, machst du, bleibst bei uns. Und dann bin ich bei dem zu Hause privat geblieben und wir sind also die 10 Tage da 16-jährig privat dann abends durch Berlin gezogen und das war toll. Man konnte auf dem Rasen sitzen, man konnte eine Gitarre in die Hand nehmen und Lieder singen. Man konnte, es war super Wetter. Es gab die Kusskreise auf dem Alex. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Mädchen geküsst wie in diesen 10 Tagen. Also das war so ein Spiel, ne? Das war also so ein Kreis. Da waren, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 50 Menschen, standen im Kreis herum. Und jeder Teilnehmer dieser Weltfestspiele hatte so ein Tuch um Hals. Also es gab so allgemeine und jedes Land hatte die eigenen und so. Also jeder hatte so ein Tuch. Und dann tanzte man da so im Kreis rum, wenn man drinne war, suchte sich mit dem Tuch ein Mädchen, zog es in den Kreis rein und dann wurde geküsst, dass die Schwarte krachte. Und dann wurde wieder aufgehört und dann war das Mädchen dran und suchte sich einen Jungen und also so immer wechselseitig. Und es war, naja, ich war 17, ne? Es war toll. Es war wirklich toll. Wie war denn die Stimmung so allgemein in diesen 10 Tagen? Naja, also ich sagte schon, es war ziemlich locker, ziemlich aufgeräumt. Dieses offizielle Programm, naja gut, das hat man zwar wahrgenommen, aber auch nicht so ernst genommen. Da hatte man ja auch keinen Zugang dazu und es interessierte einen auch nicht, ob da Angela Davis nun mit Erich Honecker da zu Abend ist oder nicht. Pff. Wir hatten, also als Ulbricht starb, da war mal so ein Tag, so ein bisschen, naja, hoffentlich wird das jetzt nicht abgebrochen. Aber ansonsten war es gut. Also ich erinnere mich auch an Diskussionsrunden auf dem Alex, auch mit Leuten von der Jungen Union aus West-Berlin, die darüber kamen und in diesen Diskussionsgruppen da ziemlich aktiv waren. Natürlich kriegte man auch mit, wenn die Stasi da irgendwelche Diskussionsredner da auf die Leute losließ, die dann so ganz rote Parolen da von sich gaben. Die wurden aber relativ schnell ausgebuht. Und natürlich kriegte man auch mit, dass also relativ viel Sicherheit war, auch um die Stadt herum. Was aber so in der Provinz tatsächlich passiert ist, das habe ich eigentlich erst so richtig begriffen, als ich Kunzes Buch Jene wunderbaren Jahre gelesen habe. Da kommen auch zwei so Geschichten vor, wo Leute also einfach nach Berlin trampen wollen und dann PM12 kriegen und festgenommen werden und so eine Geschichten. Davon habe ich ganz privat in dem Moment in Berlin nichts mitgekriegt. Aber es war natürlich so, ne, wenn man sich da also später ein bisschen damit beschäftigt, war das ja also so weit von abgesichert und also für die Stasi wirklich ein Großkampftag, Kampfwoche. Aber für 17-jährige Jungs mit sexuellem Defizit war das wunderbar. In der letzten Nacht der Weltfestspiele wurden sie dann am Alex verhaftet. Wie passierte das? Naja, wir saßen da, also Weltfestspiele waren irgendwie um 9 zu Ende, offiziell für beendet erklärt. Und auf dem Alex saßen vielleicht noch, keine Ahnung, 600, 700 Menschen. Die saßen auch früh um 3 noch, da waren es vielleicht noch 200 und die Stadtreinigung wollte den Alex sauber machen. Und die Jugendlichen saßen da, hatten Bier in der Hand und tranken und sangen und waren guter Dinge und wollten, dass die Weltfestspiele noch 2 Nächte länger dauern. Und das wollten aber die Oberen nicht. Und dann fuhren da plötzlich ein paar Wagen Bereitschaftspolizei auf. Wir sind dann alle geflüchtet, irgendwie durch einen Tunnel kann ich mich erinnern, ganz genau weiß ich es nicht mehr. Und dann wurde ich festgesetzt, saß, ich weiß nicht, 12 Stunden in der Keibelstraße, also richtig verhaftet kann man das ja nicht nennen,
Personalien wurden festgestellt und dann durfte ich auch nach Hause gehen. Und dann hatte ich anschließend irgendwie nochmal eine Aussprache mit dem FDJ-Sekretär in der Sportschule oder irgend sowas. Das weiß ich aber auch nicht mehr genau.